guten Tag. Begrüße Sie auch ganz herzlich. Alles andere würde überraschen, als dass man jetzt was zur Krise in der Ukraine sagen muss. Und natürlich will ich das auch gerne tun. Es kann auch nicht überraschen, dass wir sehr besorgt sind über die Entwicklung in der Ukraine. Die Logik der militärischen Eskalation ist bisher nicht durchbrochen. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs droht erneut eine internationale Krise, vielleicht sogar eine militärische Konfrontation innerhalb von Europa. Und wir wissen noch nicht, ob sich diese Krise nicht auch zu einem Flächenbrand ausweiten kann. Es braucht jetzt unseres Erachtens einen multilateralen Kraftakt, um eine militärische Eskalation zu verhindern. Auf drei Punkte kommt es unserer Ansicht nach an. Erstens, alle müssen jetzt alles der Suche nach einer friedlichen Lösung unterordnen. Es ist absolut unbestritten, dass eine militärische Intervention von Russland, das dem Völkerrecht widerspricht, und diese Intervention muss beendet werden. Aber natürlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass mit besonderem Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts sich Russland hier im Recht fühlt. Und es kann uns passen oder nicht, aber Fakt ist, in dieser Krise kann es nur eine Lösung mit Russland geben und nicht gegen Russland. Und es gilt für uns hier ganz klar der Satz von Helmut Schmidt: Lieber 1000 Stunden reden als eine Stunde schießen. Was jetzt unterbleiben muss, ist Säbelrasseln, Aufrufe zur Generalmobilmachung, der Abbruch der Vorbereitungen zum G8-Gipfel, sogar der Ausschluss Russlands aus G8. All dies sind keine Vorschläge, die geeignet sind, den momentanen Konflikt in irgendeiner Form zu lösen. Im Gegenteil, es sind Vorschläge, die der Konfliktlösung schaden. Wir brauchen jetzt von allen Seiten anerkannte Vermittler. Nach unserer Ansicht nach, und da bleibe ich dabei, was ich schon die ganze Woche gesagt habe, soll das die UN sein. Die halten wir für eine geeignete Institution, um in diesem Konflikt zu vermitteln. Maßstab für eine tragfähige Lösung ist das Völkerrecht. Das heißt, die russische Intervention ist völkerrechtswidrig und wir müssen jetzt schauen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, wenn beide Seiten zur Erklärung eines Gewaltverzichtes überredet werden können. Das heißt zweitens, die territoriale Integrität der Ukraine in ihren heutigen Grenzen steht nicht zur Debatte. Das heißt drittens, der Schutz von Minderheiten ist universell zu gewährleisten. Das gilt in diesem Fall für alle Seiten. Wir haben es ja hier mit mehreren Minderheiten zu tun. Und das heißt viertens, es gilt das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ukrainische Volk wählt sich demokratisch eine Regierung und braucht dafür weder aus dem Westen noch aus dem Osten mehr oder weniger handfeste Beratung. Und dazu gehört auch, dass die Bevölkerung der Krim sich für mehr Autonomie unterhalb der Abspaltung entscheiden kann. Drittens, eine Intervention der NATO oder auch nur das proaktive Spekulieren darüber wäre in dieser Situation der allergrößte Fehler, der gemacht werden kann. Wir erwarten von allen, die in dieser Situation Verantwortung tragen, dass sie dem Drängen auf NATO-Beistand keinen Vorschub leisten. Bisher hat man auch solche Töne Gott sei Dank nicht gehört. Das ist kein NATO-Beistandsfall und eine Beteiligung der NATO würde die Gefahr eines Flächenbrandes erheblich erhöhen. Und wir erwarten von Frau Merkel, dass sie das besondere deutsche Gewicht und den nach wie vor besonderen Charakter der deutsch-russischen Beziehungen in diesem Fall für ein eindeutiges Veto nutzt. Frau Merkel muss klarstellen, dass hier kein NATO-Beistandsfall in Frage kommt. Wir müssen auch sehen, dass die Ukraine vor einer
wirtschaftlichen und politischen Katastrophe steht mit erheblichen sozialen Folgen. Und deshalb muss alles getan werden, das Land zu stabilisieren. Das bedeutet kurzfristige finanzielle Hilfe, aber es bedeutet auch, dass diese Hilfe an andere Auflagen gebunden werden muss, wie wir es vom Internationalen Währungsfonds gewöhnt sind. Der Internationale Währungsfonds geht ja immer sehr restriktiv vor, setzt insbesondere Auflagen zum Sozialabbau, zur Kürzung von Renten und zur Einsparung öffentlicher Ausgaben. Das würde das Land noch mehr in die wirtschaftliche Katastrophe bringen. Deshalb sagen wir, die richtigen Auflagen wären, dass tatsächlich an das Vermögen der Oligarchen rangegangen werden muss. Und ich bin absolut dafür, dass die Oligarchen, die sich räuberisch am Volk bereichert haben, enteignet werden und die Gelder zur wirtschaftlichen Entwicklung verwendet werden. Lassen Sie mich abschließend auch noch was zur Rolle des deutschen Außenministers und der EU sagen. Die EU ist ungeeignet zur Vermittlung, weil sie wie der deutsche Außenminister auch Partei ergriffen hat für eine Seite im Konflikt in der Ukraine. Das wird im Übrigen auch dadurch belegt, dass das von ihm mitinitiierte Abkommen gerade mal nur wenige Stunden gehalten hat und durch die weitere Entwicklung in der Ukraine obsolet geworden ist. Deshalb bleiben wir dabei, keine Einmischung für die eine oder andere Seite. Das wird diesem Konflikt nicht gerecht. Zweite Sache, zu der ich Stellung nehmen will, ist der unendliche Konflikt oder die unendliche Auseinandersetzung um EDATI. Die Affäre EDATI ist ja inzwischen zu einer BKA-Affäre geworden. Alle Augen richten sich inzwischen auf das Bundeskriminalamt und deren Chef, Herrn Zierke. Immer wieder kommen neue Fakten und Widersprüche ans Licht. Und vieles, was Herr Zierke dazu beigetragen hat, ist zwischenzeitlich wieder Makulatur geworden. Inzwischen ist klar, dass er sich eben mit Herrn Obermann nicht 4 Minuten angeschwiegen hat. Das BKA hat eingestanden, dass Herr Zierke dem Telefonat sehr wohl Informationen entnahm, was man in aller Regel durch den Austausch von Fragen und Antworten ja auch tut. Alles andere würde uns doch ein bisschen überraschen. Inzwischen ist auch klar, dass die aus Kanada übermittelte Liste im BKA sehr wohl gesichtet wurde. Und ich wiederhole, wer glaubt, dass der Name EDATI, wir sprechen hier immerhin von dem Vorsitzenden des Innenausschusses zwischen 2005 und 2009. Wer also glaubt, dass dieser Name nicht auffiel, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ich denke, die Bundesregierung wäre gut beraten, Herrn Zierke zu suspendieren. Er hat keinen Vertrauensbonus mehr. Selbst in der Koalition hätte man die Nachricht über einen führenden BKA-Beamten unter Kinderpornoverdacht lieber aus Herrn Zierkes Mund und nicht aus dem Spiegel erfahren. Wir erneuern auch unsere Forderung nach einer Sondersitzung des Innenausschusses. Dort soll Herr Zierke Rede und Antwort stehen müssen. Ich bin gespannt. Im Übrigen halten wir auch in unserer Forderung fest, dass es einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen rund um die EDATI-Affäre geben muss. Wir werden das gemeinsam mit den Grünen anschieben. Ich bin im Übrigen zuversichtlich, dass es zu einem solchen Ausschuss kommen wird. Die Union wird sich nicht sperren, weil sie nicht für die Seilschaften der SPD verhaftet werden will. Und ich glaube, die SPD wäre gut beraten, die Einsetzung eines solchen Ausschusses nicht zu blockieren. Das wird den Schaden nur erhöhen, weil sich dann der Eindruck verstärkt, dass es der SPD mehr um den Schutz der eigenen Leute als um die Aufklärung des ganzen Sachverhaltes
geht. Die SPD sollte jetzt reinen Tisch machen.